Hallo und herzlich willkommen hier Oh. bei der Hotline für heiße Klingoninnen. Ruf mich an auf der 031-666-555. Das Interessante ist, Eno hat es gerade noch so geschafft, sein Mikrofon wieder zu muten. Er war jetzt schon, er war mindestens 4 Sekunden in der Aufnahme drin, ja? Das sollten wir vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle. Ja, da war halt ja ziemlich kurz davor, hier anzurufen bei der Nummer. Achso. Weil der so auf heiße Klingoninnen steht. Ich weiß aber, wer hier gleich die Nummer anrufen wird. Ein Pillemann. Ein. Was ist denn heute los? Vor allem, da wirkt das so nach ein paar Sekunden. Was? Take 2, please forget it. Das ist hier, das ist für das nächste Abo-Special. Wir können das mit rein. Oh, mein Auge tränt. So, jetzt sind wir mal wieder im Ernst. Also, so, jetzt sind wir mal wieder ganz ernst. Genau. Also, fragen Sie den. Stell dir mal vor, wir hätten schon Facecam oder sowas. Lieber nicht. Obwohl, da werdet ihr alle sehen, dass ich ja nackt sitze. Eben. Mach zu mal weiter. Sieh da. Ich bin Pillemann. Stehen Sie nicht einfach da rum. Nehmen Sie mal einen Pillemann. Kommen Sie her und fassen Sie ihn an. Das wird nicht deleted, keine Angst. Sorry, bei dem Satz musste das jetzt sein. Meine Damen und Herren, in wenigen Sekunden setzen wir das Programm für Sie fort. Danke. Wir drehen gerade die Augen. Das war übrigens gerade Eno. Ja, der sich erfolgreich davor drückt, was zu sagen, aber wir haben so müssen wir das machen. So müssen wir es machen, damit er redet. So, jetzt fassen wir erstmal Pillemann seinen Pillemann an. Leute sterben wie die Fliegen. Waschen hilft manchmal. Alter, Kopfkino. Auf dieser Station. Hallo, nicht gewaschen, fliegen? Nein, danke. Auf dieser Station, das ist alles, was ich machen kann, um durchzuhalten. Wer sind Sie? Das ist wichtig. Wer sind Sie? Mein Name ist Pillemann Leonard McCoy. Aber er ist nicht der Zeitpunkt für Vorstellungen. Ich habe noch niemanden wie Sie vorher hier gesehen. Alter, mein Auge tränt. Danke, dass es gedacht hast. Ich habe noch niemanden wie Sie hier vorher gesehen. Das ist aber auch nicht mein richtiger Posten. Eigentlich sollte ich auf Landurlaub gehen. Jetzt helfen Sie mir und gehen Sie mir aus dem Weg. Was kann ich tun? Ich habe gerade Mothra 3 getötet. Was? Ich habe gerade Mothra 3 getötet. Oh Mann. 4. Ich hatte auch noch eine. Mothra 4. So, was kann ich tun? Oh, Nelda sagt gute Nacht. Ja, dann schön gute Nacht. Ja, ist schon weg. Soweit ich das sagen kann... Ach, das war ja der Olli. Soweit ich das sagen kann, haben all diese Leute von seltsamen blauen Lichtblitzen berichtet. Oh, die schießen uns schon den ganzen Abend durch den Kopf. Mhm. Jetzt sterben sie alle. Das ist schlimmer als der Tod. Ihr Verstand ist einfach weg. Oh ja, das kennen wir. Oh ja, die Lichtblitze haben uns auch schon getroffen. Unser Verstand ist auch schon weg. Was auch immer das für eine Krankheit ist, sie unterdrückt die Hirnaktivität in einer alarmierenden Rate. So, redet der hier von uns? Es ist fast so, als ob die Energie zwischen den Neuronen irgendwie entfernt worden sei.
Nicht nur die Energie wurde entfernt. Ey, lesen wir gerade unsere eigene Diagnose? Oh. Der Pillemann ist gar nicht mal so blöd, wie er ausschaut. Jetzt drückst du mir schon das Zeug aus der Augen, aus der Nase raus. Bei mir drehen die Augen die ganze Zeit. Ja. Oh. Die blauen so, Bildschirme müssen mit einer seltsamen Strahlungsform zusammenhängen. Deshalb haben wir ein Sichtungszentrum eingerichtet. Dieser verrückte Ingenieur sagte, dass die Energieverteilungsstation massiv abgeschirmt ist. Welche Art von Strahlung? Wer soll ich das wissen? Ich bin Arzt und kein Ingenieur. Dennoch, die blauen Blitze treten noch immer auf. Wir müssen die neurale Energie irgendwie ersetzen, ihre Gehirne irgendwie wieder anspringen lassen. Taktik. Wie das Verstärken eines ausgelaugten Schildgenerators. Naja. Ich denke, das ist eine Art, das zu betrachten. Aber du liest eigentlich, ne? Ja, du hast ja angefangen plötzlich. Ja, ich Alter, hab doch nur mal... Komm, sei still. Ich denke, das ist eine Art, das zu betrachten. Aber das Gehirn ist viel komplexer und zudem ein empfindliches Instrument. Vielleicht ist das der Schlüssel. Das Gehirn könnte sich selbst wieder starten, wenn man genug draufhaut. Wenn es ansprechend stimuliert wird, sag ich doch. Geben Sie ihm die benötigte Energie und dann ein Stimulans, um die Verteilung durch das Nervensystem zu erreichen. Ich muss wissen, wie viel neurale Energie die Überlebenden haben. So müssen wir ausrechnen können, wie viel sie verloren haben. Dann müssen wir äußere Stimulatoren mit der richtigen Frequenz anwenden. Es ist kein Wundermittel, aber es könnte das Leben der Mannschaft retten. Fortsetzen. So sehr es den Reich auch helfen konnte, wenn diese Station schnell in Unordnung geraten würde, so wissen wir doch nicht, wie dies zukünftige Ereignisse verändern könnte. Es sieht so aus, als bliebe uns kaum etwas anderes übrig, als den Menschen zu helfen, Sir. Dieses Mal. Kommen Sie, schnappen Sie sich meinen Tricorder und prüfen Sie die neurale Aktivitäten bei einem dieser Überlebenden. Ich war wieder kurz davor. Schreiben Sie Ihre Messung auf, wir müssen den Unterschied zu einer gesunden Raucherlunge, Gehirn erreichen und die richtige Frequenz zur Hirnstimulation finden. Ein normales menschliches Gehirn hat ein Ruhepotenzial von minus 70 Millivolt. Wieso eigentlich minus 70? Das wäre ja im Negativbereich. Ja und? Wenn sie einige. Ja, kann Energie im Minusbereich sein? Ja, natürlich, das ist wieder ein Konto. Ja, das ist ja dank YouTube permanent im Plus. Ja. Denk dran, ich krieg das Geld von deinem Channel auch. So, wenn Sie einige Messungen haben, werden wir einen äußeren Stimulator kalibrieren und versuchen, einige dieser Leute wiederzubeleben. Ja. Sie da, stehen Sie nicht einfach da rum. Kommen Sie her und fassen Sie ihn an. Neurales Musterscan. So, also, spezifische Anzeigen lesen. Ruhepotenzial des Neuronscan. Alter, ist das viel zu lesen. Minus 60, minus 70 Millivolt. Neurale Natrium-Kalium-Pumpenlevel-Scan. Was, Pumpenlevel? Pumpenlevel. Pump mich an. Pump ab das Inneres Bier, Pump ist jetzt, Pump ist hier. Pump ist. Inneres Neuronen-Natrium-Level erhöht, Natrium-Kalium-Pforten geschädigt. Nach ungewöhnlicher neuraler Aktivität scannen. Natrium-Kalium-Pforten durch gewaltsame Ionenbewegung geschädigt, mögliche Ursache, plötzliche Veränderung der neuralen Spannung. Prognostizierte Ergebnisse, Halluzinationen, Verlust der motorischen Funktion, Schädigung des Nervensystems. Das trifft voll auf uns zu. Wie alt bist du eigentlich? Keine Ahnung. Sprechen Sie mit Dr. McCoy und kalibrieren Sie den Kortikalstimulator. Hier, komm. Dann. Ergebnisse prüfen. Normaler Mensch, neurales Ruhepotenzial minus 70. Neurale Aktivität plus 30. Da hast du übrigens dann deinen positiven Teil. Neurale Aufladung im Ruhezustand enthält das Neuron positiv geladene Natriumionen außen und positiv geladene Kaliumionen innen. Soll ich jetzt eigentlich Aktionspotenzial? Irgendwas machen? Ja, Moment, meine. Natrium wechselt nach innen. Neurale Ladung schaltet von minus 70 auf. Okay. Neuron positiv geladene Natrium außen und positiv Kalium innen. Nach Erklärung fragen äußeren Stimulator auf. Minus 70, die Spannung auf 30 und Natrium außen, Kalium außen und innen. Natrium innen. Versuchen wir das mal. Entweder habe ich ihn jetzt gerade umgebracht oder erlebt.
Oder der ist so benebelt, dass er seinen Pillemann anfasst. Es hat geklappt. Der Pillemann hat's geschafft. Yay! Yeah. Nochmal ganz kurz zum Thema Energie zurückzukommen. Der Eno hat gerade geschrieben, Minus im Energiebereich. Natürlich gibt es das. Es gibt ja auch Plus und Minus in der Steckdose. Ja. Das ist aber Wechselstrom, was du jetzt meinst. Ja, aber das ist jetzt aber was anderes, weil das ist ja eigentlich, das Plus und Minus ist ja eigentlich eher in der Richtung, dass der Stromkreislauf geschlossen ist. Sprich aus Plus. Das, es sagt einfach nur aus, in welche Richtung der Stromfluss, also der Elektronenfluss genau genommen, unterwegs ist. Aber die Energie an sich, die Energie an sich, die da fließt, die ist ja im Plusbereich. Also die ist ja da. Das ist ja so, als ob du aus einem leeren Glas was ausschütten könntest, wenn es Minus wäre. Nein, wenn es danach ginge, wäre es immer negativ, weil die Elektronen wandern. Und die Elektronen sind negativ. Richtig, Anu? Ja, aber jetzt mal rein vom Messen her, kauf dir mal eine Batterie, die minus 3 Volt hat. Die ist absolut leer. Vertausch mal den schwarzen und den roten, wenn du misst. Dann ist sie minus 3 Volt. Oder was auch immer gerade die hat. Ja gut, das ist aber alles Manipulation in Form von anders messen oder sonst irgendwas. Aber es geht ja darum... es gibt zum Beispiel einen Unterschied, ob du es elektrisch definierst oder physikalisch definierst. Weil physikalisch ist es tatsächlich umgedreht zum elektrischen Fluss. Alter, ey, wir kommen von Pillemann auf solche Fachdiskussionen, das ist echt hart. Jep. Damit die Zuschauer auch was lernen dabei. Oh, da vorne rennt Minirock. Hinterher. Willst du mal meinen Pillemann? Ich hab nichts gesagt. Halt dich zurück. Wir machen Let's Plays mit Niveau, ja? Genau, und ich bin außerdem eine Katze. Das ist haarig. Das ist eine haarige Angelegenheit. Das ist etwas, was man nicht wissen will. So. So, wir sind hier bei Let's Mini-Robin. Play Star Trek Online. Achso. Wirfst du mich immer noch hinterher? Ja, ich tue erstmal das, was du nicht gemacht hast. Genau, das eine Ding hier noch zusammenbauen, ne? So, es funktioniert und bla 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 und wunderbar und prächtig gut. Entschuldigung. Aber weiter drauf komme ich, glaube ich, jetzt auch nicht, oder? Nee. Na komm, jetzt komm. Mach hinne. Mach um. Nee. Es funktioniert so. Der Emitter hat einen radioaktiven Scanner für die Station justiert. Also nehmen Sie diese Messungen. Die Abbildung zeigt, dass die Station mit triolischer Strahlung durchflutet wird. Die Strahlung kommt vom Triffenkometen. Der Komet selbst emittiert riesige Mengen triolischer Energie. Die Devianer müssen erkannt haben, dass dies eine natürliche Energiequelle ist und sie nutzen sie als einfache Möglichkeit, um eine Synchronisation mit uns zu erreichen. Das ist wie im Kielwasser eines Schiffes auf dem Wasser zu fahren. Aber das ist nicht alles, was sie tun, Sir. Sie nutzen die triolische Energie und reichern sie mit Grundtonpartikeln an. Damit können sie genügend Energie haben, um die gesamte Station aus der Phase zu ziehen. Vielleicht sogar den gesamten Sektor. Wir müssen sie aufhalten. Der Komet ist der Schlüssel, Sir. Aber ohne Schiff können wir nichts gegen den Kometen ausrichten und ich glaube nicht, dass ein Schiff des 23. Jahrhunderts den Job erledigen kann. Mit diesen Informationen ist es klar, dass wir eine Lösung finden müssen, um den Triffenkometen zu zerstören, Sir. Wir können einen der Hilfsreaktoren synchron zum Superemitter verwenden, den wir auf der Station haben, um ein temporales Portal zu schaffen, das uns zurück in unsere Zeit bringt. Wenn wir zurück sind, müssen wir uns melden und eine Möglichkeit finden, ein Schiff mit zurückzunehmen, um den Kometen zu zerstören. Dann... Alter, jetzt sei mal ein bisschen professionell. Das ist schon seit Anfang der Folge hinüber. Ja, du bist, rennst du hin? Ja, ich weiß ja nicht, wo hinten. Ne, ich warte die ganze Zeit auf dich. Ja, hier muss man doch irgendwo hin. Ja, hier, wo ich, nein, wo ich bin. Andersrum, andersrum, andersrum. Da ist eine Konsole. So, das ist Tree of Nine. Achso, soll ich immer drücken? Ja, hier kommen nämlich gleich die Viana und deswegen stehe ich schon hier, dass ich schießen kann. Ja, wir schießen erstmal aufs Portal, ne? Ja, damit keiner nachkommt. Ach komm, ich geh hier runter und hau dieses gleich so aus Latschen. Klong. Und der auch noch. Zop, zop, zop. Dode. Wir haben noch ein weiteres Problem. Wir haben so viel triolische Energie absorbiert, dass eine erneute Reise durch ein Portal diese Strahlung giftig machen könnte. Normalerweise würde ich das einfach mit Hyronalin ausspülen.
Aber unsere medizinische Ausrüstung sind nicht gegen Phasenverschiebung geschützt. Unser Hyronalin-Vorrat ist vermutlich bereits bestrahlt. Solch ein Problem hat man nicht oft. Wir brauchen große Dosen an Hyronalin, um die vorhandene triolische Strahlung zu binden und um uns für den Rückweg durch das Portal zu schützen. Es gibt eine Person, die das vielleicht für uns besorgen kann. Und zwar der Pillemann. Boah, ich bin froh, wenn die Folge vorbei ist. Brauchen Sie sonst noch was? Ja, Pillemann. Also, ich habe einen Freund, der ein bisschen anders ist. Der würde ganz gerne mal einen Pillemann sehen. Freund, bei den Strahlungseruptionen. Was? Bei all den Strahlungseruptionen, mit denen die Station zu tun hat, werden wir vielleicht selbst in eine Hyronalin-Knappheit hineinlaufen. Vielleicht könnte ich ein Hypo abzweigen. Aber wenn Ihr Freund Strahlung abbekommen hat, ist er oder sie bereits auf der Station. Ich brauche eine doppelte Dosis, um eine erhebliche Menge der triolischen Strahlung auszuschwemmen. Sie sollten niemals Ihren Arzt oder Ihren Barkeeper anlügen. So viel Strahlung würde bedeuten, dass Sie mit etwas Kontakt hatten, das näher am Mittelpunkt liegt. Zum Beispiel das Herumspielen mit triolischen Wellen. Sie brauchen kein grünes Blut und spitze Ohren, um zu wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Aber als die Leute auf der Station es wirklich brauchten, da kamen sie. Genau, ich habe auch nur wenige Leute aus den Latschen gehauen. Ich weiß das zu schätzen. Ich denke, dass ich einige Dosen abzweigen kann. Wahrscheinlich von denen, die wir desintegriert haben. Jo. Lassen Sie das nur den Captain der Station nicht hören. Üsi. Sehen Sie, ich bin nicht sicher, wer Sie sind oder woher Sie kamen oder was Sie sind. Aber ich schaue einem geschenkten Gaul nun mal nicht ins Maul. Ich bin nur ein alter Landarzt, aber ich bin schlau genug, um nicht zu viele Fragen über eine kleine unerwartete Hilfe zu stellen. Sie sollten hier vielleicht nicht noch länger herumlungern, sonst fangen die Leute an, Fragen zu stellen. Ich werde diese äußere Stimulatoren einen guten Zweck zuführen. Und danke, dass Sie heute eine Menge Leben gerettet haben. Oder so. Kehren Sie in Ihre eigene Zeit zurück. Na, endlich. Also, weil das ist echt schlimm. Irgendwie habe ich ja so einen Frosch im Hals, so einen Trompetenkäfer. Das kommt von unseren professionellen Diskussionen. Schuppidoppa. Ach, hier sind wieder die netten Mädels von vorhin, ne? Oh, was? Wo? Hier? Hä? Alter. Ja, die... Der Triffenkomet ist also die Quelle der triolischen Strahlung. Interessant. Das erklärt einiges. Allerdings konnten wir ihn nicht einfach in unserer Zeit zerstören. Die Devidianer haben die Mittel, um zurück ins 23. Jahrhundert zu gehen und seine Energie dort zu nutzen. Allerdings ist dies ihre einzige weitere Chance. Mal, warte, war das eine mit, war das eine mit BO? Ja. So, müssen wir tun, die BOs mit salutieren, wenn man salutiert? Seit wann denn das? Ja, klar. Echt? Dafür gibt es aber keine Trozana-Station, so dass es keinen Ort gibt, der nahe genug an der Flugbahn des Kometen liegt, um für sie nutzbar zu sein. Die einzige logische Lösung liegt darin, die Vergangenheit zu ändern. Zerstören Sie den Kometen dort und retten Sie das Imperium. Wie es sich gerade trifft, habe ich Zugang zu einer Möglichkeit, das Schiff zurück ins 23. Jahrhundert zu transportieren. Es ist nämlich, es ist gefährlich, aber die Alternative ist erheblich schlimmer. Rufen Sie regelmäßig neue Befehle ab. Ich lasse Sie wissen, wenn wir für diese Operation bereit sind. So, nachrüstbarer Faserbank achtern oder fordern. Ich, scheißegal eigentlich. Ja, ich benutze die eh nicht. Die Nacht des Kometen. Wir haben festgestellt, dass die Devidianer die triolische Energie des Triffenkometen nutzen, um ihren Eintritt in unsere Phasenabweichung zu erleichtern. Das ist der Grund für alle Vorfälle in der neutralen Zone. Aber es kommt noch schlimmer. Aufgrund der Menge der triolischen und temporalen Energie in diesem Kometen ist es möglich, dass die Devidianer in der Lage sind, den Raumbereich um den Kometen herum ausreichend zu destabilisieren, um diesen und alles darin in deren Phasenabweichung hineinzuziehen. Kurz gesagt, sie versuchen einen ganzen Sektor zu stehlen. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den umgebenden Raum würden die Zerstörung von Romulus dagegen wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist die Zerstörung des Kometen, bevor die Devidianer ihn nutzen können. Es reicht nicht aus, das in der Gegenwart zu tun, weil die Devidianer dennoch im 23. Jahrhundert darauf Zugriff hätten, wenn der Komet an der Trozana-Station vorbeizieht. Wir müssen ihn dort zerstören. Dieses Mal brauchen sie ihr Schiff. Sie können also nicht das devidianische Portal an der Station nutzen. Ich kann ihnen helfen, in der Vergangenheit zu gelangen, aber sie müssen meine Instruktionen genauestens befolgen. Viel Glück, Jim. Viel Glück.
Ergeben Sie sich zu BP-113-System in Donatu-Sektor des Eta Eridani-Sektorblocks und retten Sie die Vergangenheit vor den Devidianern. So, und bevor wir ins Pipi-System gehen, sag mal erstmal den Eno-Schuss, der geht nämlich jetzt ins Bettchen, weil seine Mama hat gesagt, du musst früh ins Bettchen gehen, sonst gibt's morgen keinen Grießball. Gute Nacht, Eno, schlafen Sie gut. So, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Oh, jetzt hat er aber, bevor er ging, nochmal das Mikrofon angeschaltet gehabt, war, glaube ich, kurz davor. So. Oh. Akzeptieren auf jeden Fall. Und ja, wir und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.